Das waren jetzt insgesamt keine einfachen Tage, weder für mich noch meinen Stab, sondern auch nicht für Herrn Bergmann. Aber wir haben am Montag gemeinsam festgestellt, dass die Volksbühne in einer schwierigen Situation ist, dass mit dem künstlerischen Konzept, mit dem Chris Bergmann angetreten ist, die Gefahr droht, dass die Spielfähigkeit verloren geht, und haben uns dann gemeinsam darauf verständigt, einen Neustart zu ermöglichen. Ich bin darüber sehr froh. Ich habe das jetzt für heute den Beschäftigten der Volksbühne mitgeteilt, und ich bin vor allem froh, dass Klaus Dörr sich bereit erklärt hat, die kommissarische Intendanz jetzt zu übernehmen, damit wir die Zeit finden, bedächtig und in Ruhe uns jetzt zu überlegen, wie es dann stabil weitergehen soll. Also wir werden jetzt eine Übergangslösung, die Frage wird ja kommen, wir werden jetzt eine Übergangslösung, wir werden jetzt eine Lösung suchen, und wir wollen uns die Zeit lassen, die wir dazu brauchen. Wir wollen gründlich vor Schnelligkeit, Wirklichkeit geht vor Schnelligkeit, wir wollen jetzt ganz in Ruhe und mit kühlem Kopf dann überlegen, was für die Volksbühne das Beste ist. Wie soll es mit dem Programm weitergehen, den Mitarbeitern, die Leute mitgebracht haben? Also wir machen jetzt erstmal ganz genau so weiter, wie das jetzt im Augenblick der Fall ist. Die Verträge werden eingehalten, es wird weiter gespielt, und parallel dazu sozusagen wird Herr Dörr sich jetzt Gedanken um die Frage machen, wie kriegen wir zusätzliches Repertoire hin, wie kriegen wir zusätzliche Veranstaltungen hin in der Volksbühne, damit wir sozusagen uns auch diese Luft verschaffen, die wir jetzt auch brauchen werden, um dann über die Frage zu entscheiden, was ist eine geeignete Lösung für die Volksbühne dann auch über eine längere Sicht. Stellen Sie dafür auch zusätzliche Gelder zur Verfügung? Wir haben jetzt seit 3-4 Tagen erst einmal mit der akuten Situation zu tun gehabt. Das habe ich jetzt eben auch drin gesagt. Es werden nicht alle Fragen jetzt sofort beantwortet werden können. Das heißt sozusagen, wir werden uns jetzt die Zeit nehmen, genau die Fragen, die jetzt noch im Nachklapp zu klären sind, was sozusagen kann mit den verfügbaren Ressourcen jetzt gemacht werden. Das sind jetzt alles Dinge, die werden wir dann in den nächsten Tagen beantworten können. Was genau meinen Sie damit, dass das Konzept nicht aufgegangen ist? Ja, die Situation ist so, dass uns Herr Dörr am Montag gesagt hat, dass er einschätzt, dass die Art und Weise, wie jetzt sozusagen die Volksbühne konzeptionell bespielt wird, keine kurzfristige und mittelfristige Veränderung der Lage herbeiführen wird in Bezug auf die Auslastungszahlen, in Bezug auf die Zahl der Öffnungstage und dergleichen mehr. Er hat selber eingeschätzt, dass die Situation so ist, dass das Konzept nicht aufgegangen ist und dass ein Umsteuern erforderlich ist. Und wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass es dazu eines Neustarts bedarf. Und das bedeutet dann eben auch, wir müssen jetzt gucken, was ist die konzeptionelle Idee, mit der Repertoire und Ensemble-Theater an der Volksbühne gemacht werden kann. Herr Dörr hat selber eingeschätzt, dass wenn er jetzt anfangen würde, sich neue konzeptionelle Gedanken zu machen, es sehr, sehr lange dauern würde, bis die sich dann praktisch materialisieren. Und das ist dann jetzt die Situation. Sie sprachen die Auslastungszahlen an, wie sind die? 60%, 50%? Die Auslastungszahlen sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist erst einmal, Zahlen sind im Übrigen nicht alles, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Es gibt an jedem Theater gibt es Situationen, wo man ein Stück nicht so gut läuft. An jedem Theater gibt es Situationen, wo möglicherweise auch mal ein Viertel oder ein halbes Jahr die Auslastungszahlen schlecht sind. Das war am Ende nicht der zentrale Punkt, sondern der zentrale Punkt war die gemeinsame Feststellung, dass wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wirklich ein Problem entstehen wird. Und zwar ein nachhaltiges, das dann auch den Theaterorganismus insgesamt gefährden kann. Aber Ensemble und Repertoire-Theater in die laufende Spielzeit hinein können Sie noch nicht installieren? Also, wir nehmen uns jetzt die Zeit, das ist ja, man kann ja kein Ensemble aus dem Hut zaubern. So, es ist ja nicht so, dass man jetzt Chefs macht und dann hat man. Das wird ein Prozess sein, das Step by Step. Und wie gesagt, dafür werden wir uns jetzt auch Zeit. Hat ihn Chris Jörgmann mit der Entscheidung in Persönlichen gefallen? Darum geht es hier, glaube ich, überhaupt nicht. Wir haben hier beide gemeinsam, und zwar im Sinne der Volksbühne, auch im Sinne der Berliner und auch im Sinne von Chris Jörgmann, gehandelt und entschieden. Und ich habe, nachdem wir seinerzeit zusammengesessen haben und auch festgestellt haben, dass wir in Bezug auf das künstlerische Konzept nicht einig sind, gesagt, ich halte mich an den Vertrag und ich werde dafür sorgen, dass Herr Jörgmann alle Möglichkeiten bekommt, zu machen, was er machen möchte. Und ich glaube, dass die Frage, was einstmals mal gesagt worden ist oder so, hier überhaupt keine Rolle spielt, auch kein Kriterium ist. Ich habe seitdem auch zu dieser ganzen Sache nichts mehr gesagt. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, nach vorne zu schauen. Aber ist es nicht ein komischer Zeitpunkt, jetzt sozusagen in der Spielzeit aufzuhören? Hätte man die Spielzeit nicht noch zu Ende machen lassen können? Ich kann die Situation ja nur so wiedergeben, wie sie war. Das habe ich ja vorhin getan. Ich habe gesagt, wir kamen am Montag gemeinsam anhand der Zahlen, anhand der Situationsbeschreibung zu dem Ergebnis, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Neustart einzuleiten. Und das haben wir dann gemeinsam so entschieden. Glauben Sie, das ganze Drama kann auch positive Konsequenzen haben? Naja, ich sag mal, der Sinn der Übung dessen, was wir hier veranstalten, ist, dass wir wollen, dass die Volksbühne als Repertoire- und Ensembletheater erfolgreich ist. Und wenn das am Ende die Konsequenz des Ganzen ist, dann bin ich sehr froh. Aber man muss sich auch klar machen, da steht noch eine Menge Arbeit vor uns.
wir haben gar kein Problem, jetzt erstmal gar kein Problem gelöst, sondern wir haben jetzt gesagt, wir haben die Weichen dafür gestellt, dass wir neu starten können. Wäre eine Option, dass Herr Kastorf wiederkommt? Ich glaube, dass ich glaube, das war es jetzt auch und es genügt jetzt auch. Ich spekuliere jetzt überhaupt nicht rum. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen ganz, ganz viele Namen in Zeitungen lesen. Wir haben auch schon ganz viele Namen in Zeitungen gelesen. Ich sage Ihnen, wir werden uns jetzt die Zeit nehmen, zu überlegen, in welchem Verfahren wir diesen Findungsprozess organisieren. Und dann werden Sie rechtzeitig erfahren, wie es wird. Danke. Ja, wenn Sie das verhaut.